Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 4 Brucys Mission Part 2. Und wir sind noch auf der Rückfahrt dieses wunderschönen Intruders, wo wir den Fahrer erschossen haben, wie man hier sieht durch dieses Einschussloch. Das war ein Zuhälter, der gerade, oder was weiß ich, ein Zuhälter, jemand, der gerade, some bitches to the sword. Er wollte ein paar Bitches auf das Schwert stecken, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Und die Schranke ist ab, wir können rüber, super. So, das ist ein super Trick, wie man hier über die Mausstelle kommt, ohne einen Stern zu bekommen. Könnt ihr euch merken. Und ja, die Motorhaube ist schon ab, das war vielleicht ein bisschen blöd. Aber wir fahren vorher jetzt nochmal kurz bei der Garage vorbei und lassen den Intruder reparieren, damit wir ordentlich viel Cash absahen. Und es ist immer am besten, wenn man diese kleinen Nebenmissionen hier schon macht, bevor man weitermacht mit der Story, weil für alle, die das Spiel kennen, wissen, was in der Story noch passiert und dass die anderen Islands natürlich auch noch wichtig werden. Und es ist gut, wenn man alles erledigt, solange man hier noch heimisch ist, hier noch die Aufträge bekommt, weil dann alles noch ein bisschen näher ist und man nicht immer so weit Wege hat und es dann einen auch nicht so ankotzt. Ja, und weil es auch ganz nützlich ist, um Geld zu verdienen am Anfang. Und wir haben wirklich kaum Geld hier. Ich meine, wir haben $5,000, das ist alles, ja, sonst nichts. Und wir können sagen, $5,000, boah, das ist ja hammer viel, aber dafür können wir uns hier fast nichts kaufen, ja. Und mir fällt gerade auf, ich fahre falsch, ich wollte ja noch zur Garage fahren. Ja, ich nehme mir Zeit für diese bloße Mission, das sind glaube ich an die 15 am Stück. Wir haben in der letzten Folge zwei erledigt und das ist die dritte, da sind wir jetzt noch gerade praktisch dabei. Und ja, mal sehen, wie das Ganze läuft. Mal sehen, wie lange ich brauche. Ich selbst habe geschätzt so 10 Parts. Aber es könnten auch locker nur 7 werden, wenn ich mich da wirklich reinhänge. Und das war ganz nice hier. So, gut, gut, gut. Kontrolle behalten über das Auto. Ah, sehr schön. Ich hab's noch drauf. Weil wir uns, was natürlich das Fatalste ist, was passieren kann, ist, dass wir uns über Kopf stellen, also dass wir uns umdrehen. Es ist zwar so, dass in GTA 4, das ist ja das erste GTA, wo das nicht mehr so ist, dass nicht mehr das Auto anfängt zu brennen und explodiert, das stimmt, aber nun ja, man kann einfach nicht weiterfahren. Und so gesehen ist es auch nicht der Hit. Holz. Blöd. Einfach nur doof. Ja, nutze ich die Gelegenheit und fahre hier gleich nochmal. Ich bin auch so ein... Oh, jetzt habe ich gleich das Rücklicht. Habe ich es beschädigt? Na, eigentlich nicht. Glück gehabt, okay. Jetzt passe ich aber auf mit diesem Wagen, ganz ehrlich. So, hier gibt es nämlich diesen Hotdog-Stand. Da halte ich jetzt mal kurz hier an. Da ist er schon. Ein Hotdog bitte. Ich habe Hunger. Gracias for your business. Thank you very much. Was los mit dir? Der Verkäufer bedient keine. Okay, in Venezia. Dos Vidania und weiter geht's. Wow. Da wollte ich jetzt gerade schon wieder anfangen zu fluchen, aber hat noch gepasst hier diese Wende. Und jetzt fahr, du verdammter roter. Blöder Pickup hier mit einem Schwein und einem Kuhstall. Nee, der war nicht. Oh shit. Ja, manchmal bringe ich auch so ein paar Unlustiges. Kommt halt nicht immer nur irgendwas Lustiges aus meinem Mund, sondern auch langweilige und monotone Sätze. Wie jetzt zum Beispiel gerade, die euch einfach nur einschlafen lassen sollen. Deswegen empfehle ich euch immer, meine Videos am Abend zu gucken. Gegen 3 Uhr, wenn ihr nicht schlafen könnt. Dann schaut euch eins meiner Videos an. Dann ruht in Frieden. So, Auftrag Nummer 3 ist abgeschlossen für Brucey. Und da habe ich jetzt lange herumgetan, aber dafür kriegen wir jetzt auch, glaube ich, die volle Summe hier. Ja, volle Summe ist $1,000. Ich hatte jetzt irgendwie mit 4.000 oder sowas gerechnet. The intruder is tucked up safely in the lockup, man. He's genetically superior, like me. Thanks, I guess. Tell me if you want help with something else. Hat er gerade eine Kippe rausgeworfen? Nun ja, wie dem auch sei. Es tut mir leid, aber sie müssen leider aussteigen. Fahrzeugkontrolle. So, ich muss mal kurz checken, das Lenkrad und so weiter. Und ist hier Sitznachbar denn auch wirklich sympathisch? Muss ich mal kurz alles durchchecken. Warten Sie mal. So.
Tut mir leid, aber im Sitz war leider ein bisschen schlecht, musste sich jetzt mal kurz übergeben. Kann sich ja das nächste Taxi nehmen, nächste Fahrgelegenheit. Sie hat sicher ein bisschen Geld dabei, haben ja sympathische Leute immer dabei. Wenn nicht, dann ist er sowieso ein Fehlkauf gewesen für dieses Auto. Würde ich ihn nicht als Accessoire hinzufügen und mir lieber eine neue Stoßstange holen. Boom! So, also ab wieder ins Internetcafé und gucken, was gibt für Bluesy. Das war ja mal hier künstlerische Einlage wieder. So. Ha. Nee, wollte ich gar nicht. So. Hallo. So. Bro Seekibutz, was hast du für uns Feines hier? Wieder Mailchecken. Er hat für uns eine PCG 600, ein wunderschönes Motorrad. Ja, das ist ein Schmuckstück, da hast du recht. Anders als der Intruder, der ist nicht so ein Schmuckstück, aber so eine PCG 600, die ist nicht zu verachten, ja, ja. Und die krallen wir uns jetzt gleich. Auch wenn das hier vielleicht nicht das richtige Fahrzeug ist dafür, aber ich habe die Lösung aller Lösungen. Eine Uzi und ein Taxi sind die beiden richtigen Komponenten. Da fahren wir jetzt gleich mal hin zu dem Fahrzeug, zum Zielort. Skippen wir uns hin. Und ja, dann mal schauen, wie ich das Ganze jetzt löse. Nicht, dass das jetzt eiskalt wegfährt. Aber es sieht eher so aus, als ob es das nicht vorhat. Hat es das vor? Sieht das so aus? Dein Ernst? Hat er gerade gesagt, try to hit me? Okay, okay, dann machen wir es fair. Gut. Ich wollte hier nicht den Rambo spielen. So. Wow! Das nenne ich nicht fair. Das nenne ich echt nicht fair. Das nenne ich nicht fair. Wartet mal. Und Kopfnuss. So. Und das nächste wird eine Combo. So. Gut. Du hattest deine Chance. Und den tut's mir jetzt leid. Den wollte ich eigentlich nicht erschießen. Aber der hat irgendwie gesagt, try to hit me und hat mich damit rausgefordert. PCG 600 an sich ist cool, aber das ist ein hässliches Modell. Ich bin ehrlich. So. Da fahren wir auch auf dem schnellsten Wege zu Brucey Kibbutz. Gucken, hier dann gleich nach der nächsten Mission. Ist ja alles nicht schwer, weil man die Motorräder praktisch ja auf der Karte angezeigt wird, wo das ist. Das wird später dann anders. Alle, die meinen ersten 100% Run gesehen haben, wissen, wovon ich rede, ja. Die wissen von Stevies Automissionen schon, wo man ewig herumsucht. Und ich habe aber übrigens die Karte, ich habe ja eine Karte mir mal angelegt und dort auch verzeichnet, wo was ist, die habe ich wiedergefunden, also die Karte, wo ich alle Autos eingezeichnet habe, an welchem Standort die sind. Das heißt, das wird jetzt kein Problem mehr, die zu finden für mich. Und ja, die Karte kann ich ja vielleicht mal einscannen und euch schicken oder sowas. Muss mal gucken, wie ich das mache. Und ja, das ist eine PCG 600, mit der können wir das schon machen, hier runterjumpen. Das ist dann kein Ding, das schadet der kaum. So, der gesehen. Und dann gleich jetzt hier in die Garage. Badatz! Sehr schön. Noch ein Auftrag für Brucey. Ja. 8 Minuten sind schon mal wieder vorbei. Und Brucey sagt uns sowieso immer wieder dasselbe. Das müssen wir uns nicht jedes Mal wieder anhören. Gibt es hier vielleicht noch ein Auto, ein spezielles? Wäre nice. Hallo. Hallihallo. Nun gut, dann bin ich wohl gezwungen, hier die Fahrzeugdichte auf 100 zu stellen. So. Mal sehen, was jetzt vorbeikommt. Da kommt ja schon was Schönes. Aber ich meine natürlich nach dem Polizeiwagen. Nämlich hier. So. Was natürlich jetzt ewig markiert bleibt, ist das Internetcafé. So, steigen wir ein. Ab zum Internetcafé. Da müssen wir hin. So. Kannst hier gleich weiter stoppen, Kumpel. Nur so als Tipp, ne? Weil ich gehe da nur kurz rein, hole mir den nächsten Auftrag und dann geht's wieder los. So.
Also, wieder mal ins Web und gucken, was uns der Brucey geschickt hat. Wird ja nach der Zeit dann eintönig, ich hab da schon recht, ja, Patriot, okay, holen wir uns den. So, besorg ihn dir. Ich besorg's dir, Brucey, aber richtig hart, hardcore, ich weiß, worauf du stehst. So. You crazy as a motherfucker! Das ist aber nicht nett. Ja, da muss ich ja wohl selbst hinfahren. Jetzt, wo der Taxi bekommen hat, weil ich einfach mal die Kasse ausgeraubt habe. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das ist ein Polizist. Oh, verdammt. Ich bin nicht drüber gefahren. Tja, passiert, ne? Also, wer sich da einfach hinstellt, ne? Tja, ich habe dich nicht gesehen. Es tut mir echt leid. Fahrerflucht, hier könntest du sagen. Aber ich sag dazu einfach nur, zu viele Menschen, zu viele Autos. Die Fahrzeugdichte ist zu hoch. Und oh, verdammt, das tut mir jetzt echt leid hier, ne? Hoffentlich wird sie nicht nochmal. Nee, die Polizei ist nett. Ist nette Polizei. Vielleicht ein bisschen zu nett. Frage ist, wie ich komme hier? Erstmal gar nicht. Aber ich habe die Idee aller Ideen. Ich renne einfach weg, zu Fuß. Aha. Da sieht mich nämlich dann keiner. Hoffe ich einfach mal. Na komm. Komm, einfach nur noch um die Ecke hier. Ja, sehr schön. So. Oh, das kenne ich schon hier. Das kenne ich schon hier. So. Er hat versucht zu ziehen. Ich hab mir das nicht gefallen lassen. Und wird ein Fahndungslevel los, ist gleich gesagt. Erstmal muss ich hier rauskommen, ohne den Wagen zu beschädigen, weil ich wollen ja hier Geld einnehmen. Und bis jetzt hat das die Polizei noch nicht bemerkt. Gute Sache. Jetzt hat sie uns gleich bemerkt. Oder immer noch nicht. Ja, wir sind in einem Wagen und sie wissen davon nichts. Coole Sache. So. Also, so liebe ich das wirklich. Aber, na gut, machen wir es uns schwer. Machen wir uns schwer. Ich nehme die Autos an als Herausforderung. Mache ich. So. Und ja, ich schau mal kurz auf den Timer. 12 Minuten, okay, das ist die letzte Mission für heute. Dann mache ich erstmal Schluss mit diesen Brucey-Parts. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den Brucey-Parts. Ich schließe erstmal alle Brucey-Missionen ab und dann schauen wir weiter. Puh, geht schon langsam die Puste aus. Ich würde es ja eigentlich hier runterspringen, hier rechts, aber das geht ja jetzt nicht, weil wir wollen ja den Wagen nicht beschädigen. Also fahren wir hier ganz brav runter. Ja, und okay, der biegt nicht ab, okay. Weiß man ja nie, weil hier blinkt ja kein Schwein. Die sind alle zu faul zu blinken. Sollten wir alle Strafzettel hier verpassen. Ich verstehe immer nicht, was die Polizei immer hat. Mich tut sie immer hier verhaften und die anderen, die Passanten, die dürfen machen, was sie wollen oder was. Ist ja immer unerhört. So. Gleich sind wir da und ich glaube, das Fahrzeug ist in tadellosem Zustand. Jetzt ist das rechte Rücklicht ab beim Check. Scheiße. So. Hier. Nimm das Scheißteil. Ich brauch's nicht mehr. Okay, Brucey. The Patriot got liberated from its temporary owners. It's in the lockup now, man. And he's the winner! All right then, man. Tell me if there's something else you want. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.